Wir sind da. Der Ulla ist in der Mittelkonsole. Wir sind da. Bei unserem neuen Italiener. Bonsai! Ja, Lana, heute ist der 25.09., der 25. September 2011. Und es ist Sonntag. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Und wir sind auf dem Weg quasi nach Bazzaro in die Therme. Weil wir beide hinten und vorne ein wenig kaputt sind. Verspannt und so, sowieso schon in der Zeit. Und jetzt von den letzten zwei Wochenenden haben wir uns gedacht, da könnte warmes Sohlewasser vielleicht ganz gut und hilfreich sein. Ich vermute mal, wir fahren über den Ring. Ja, toll, Schatz. Ja, trotz dass es 10 Uhr ist, ist es doch noch ein wenig frisch. Walnüsse. Walnüsse, Walnüsse. So, noch aufsammeln. Alter, da guckt man ein paar Tage nicht nach dem Rechten und dann wird aus dem Bolle ein Rewe. Alter Falter. Das ist auch Rewe. Ja, das ist auch Rewe, Nahkauf. Das ist ja zu langsam. Ja. Aber ich denke, was mir jetzt hier müde. Ja, mach ich. Kann ich auch erstmal mitkommen, ja. Ja, dann machen die einfach aus unserem Bolle ein Rewe. Aber Bolle gehörte, glaube ich, eh zur Rewe-Gruppe. Aber ein Stück Berliner Original gestorben. Yeah, in Bazzaro angekommen. Es war eine nicht ganz einfache Fahrt hierher. Weil wir mussten Landstraße fahren wegen gesperrter Autobahn. Und es gibt Leute, die halten sich auch weit unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und zwar mal mehr, mal weniger. Aber was wir bis jetzt von Bazzaro gesehen haben, das sieht schon ganz schön cool aus. So. Ne, Schnuffel? Ja. Alter, und man engagiert sich hier. Ja, das hatte ich ja schon mal geblockt, dass Brandenburg die Arschkarte gezogen hat. Das einzige Bundesland, was sich nämlich aus diesem Experiment keine Ausstiegsklausel vorbehalten hat. Im Gegensatz zu Ländern wie Niedersachsen, die sowas normalerweise verpalzen, verpennen. Aber ich sag mal, so geil wie die Stadt ansonsten aussieht, so uncool sieht die Therme aus. Sieht eher aus wie so ein nachempfundener Nazi-Bau. Ja. Im Keller! Ohne Licht? Bisschen problematisch hier, glaube ich. Das ist ja ärgerlich. Ja, dann muss es halt ohne Badelatschen gehen. Ich weiß aber nicht, ob es ohne... Steht hier nicht, dass man mit muss. Man darf hier nur nicht in Straßenschuhen durch, weil okay, hinter mir steht nämlich Diana. Ja, ach, Barfußbereich, okay. Ja, aber ich hab bei irgendeiner hat es mir angeguckt, da darfst du nur mit Badelatschen rein. Mhm. Was denn? Ist nicht hier. Nee. Ja, da haben wir 4 Stunden Therme hinter uns. Ja, Schnuffel zum Beweis nasser Haare. Und quietschige Haare. Ja. Weil Sohle macht quietschige Haare. Ja, und für solche Fälle werde ich mir nämlich noch irgendwann noch mal eine Excel im wasserdichte Kamera mitnehmen. Weil da hat man dann auch ein Mikro. Also man hat auch Ton. Und man kann sie mit ins Wasser nehmen und in die Badehose stecken. Und jetzt gehen wir nämlich noch in Berlin unseren neuen Italiener einweihen. Also die Saro-Therme am Scharmützelsee ist zu empfehlen. Wie gesagt, der Bau selber macht nicht viel her, aber ist okay. Es riecht hier schon verdammt lecker. Ich weiß gar nicht, ob das von da kommt.
Nachher schafft sie wieder ihre Vor- und Hauptspeise nicht. Leute, das ist hammerlecker. Anna hat leckere Rigatoni. Und ich habe gefüllte Gnocchi mit Tomate und Mozzarella in einer Pesto-Cremesoße mit Pinienkerne. Total lecker. Boah, das hat sich gelohnt. Das war wirklich super, super lecker. Hier sind wir nicht zum letzten Mal gewesen. Ein wildes Schnuffel, als hättest du in eine Steckdose gefasst. Das ist ein blöder Sack, ey. Oh, ja, so ist Mücken, ey. Ja, natürlich sind hier Mücken. Ey, so viele Mücken wie dieses Jahr haben wir noch nie nicht gesehen. Niemals nicht. Die sitzen auf dem Spiegel. Da. Auf dem Spiegel sitzen sie. Kann man gar nicht sehen, oder? Na, ein bisschen kann man sie sehen. Na gut, wisst ihr was? Wir machen uns noch ein bisschen schönen Abend und sagen einfach Tschüss. Tschüss, Schnuffel. Wolltest du noch wohin? Nö, ich bin ja gerade erst gekommen. Tschüss. Tschüss.